Von den Linksdemos gegen rechts kommen widersprüchliche Signale, was die künftige Strategie betrifft. Analysieren wir die beiden Demos, die am meisten besprochen worden sind in den Medien, die am meisten Aufmerksamkeit erzeugt haben, und zwar die Linksdemo gegen rechts in München am 21. Januar 2024 und die gestrige Demo in Berlin vor dem Reichstag unter dem Motto Wir sind die Brandmauer. Und da werden wir sehen, das sind sehr unterschiedliche Resonanzen zu beiden dieser Demos. Erstmal die von München. Sie fand statt, wie gesagt, am 21. Januar. Und wenn man am Abend fuhr im Auto, da wurde in allen Radiosendern darüber berichtet, ja, das war bombastisch, das war fantastisch. Es kamen 250.000 Menschen, die Demo musste abgebrochen werden, weil da so viele Leute da waren, etc. etc. Das heißt, die Berichterstattung war wirklich euphorisch. Ja. Aber sehr bald kam wirklich sehr viel Kritik, und zwar weil man erfuhr, dass die Organisatorin war eine Extremistin, ganz einfach. Und nicht nur das, außerdem noch auf dem Podium in der Kundgebung wurden wirklich extremistische Dinge gesagt. Und das hat dazu geführt, dass wirklich dann recht viel Kritik kam. Zum Beispiel Professor Nina Rümelin habe ich hier kommentiert. Und dann die CSU und die Freien Wähler sowieso. Die haben gesagt, also so geht das nicht. Der Antisemitismusbeauftragte der CSU hat diese Demo kritisiert. Ja, und da gab es eine ganze Reihe von Berichten, Reportagen, tatsächlich, dass viele Leute inzwischen eben das nicht akzeptieren wollen. Denn es ist offensichtlich, dass diese Linksdemos gegen rechts eben gegen alles protestieren, was eben nicht links ist. Ja? Und sie sind eindeutig linksextremistisch unterwandert. Das war die Reaktion die Kritik auf diese Demo in München. Und da gab es eigentlich dann im Zuge davon, gab es eine ganze Reihe von Signalen der Organisatoren. Ja, vielleicht sollte man ein bisschen das Wording ändern. Man sollte nicht sagen Demo gegen rechts, sondern eben Demo gegen Rechtsradikalismus. Das wurde auch von einigen Medien auch so übernommen. Ja, wir sollten das betonen, es sind alle Leute eingeladen, also auch Bürgerliche sollen kommen, und wir wollen ja nicht gegen Recht, sondern eben gegen nur den Extremismus demonstrieren, etc. etc. Das heißt, die haben gemerkt, okay, es ist etwas in Gefahr, und zwar den Anschluss an die Mitte, an die bürgerliche Mitte in dieses Landes. Wir wollen auch, dass diese Leute zu unseren Demos kommen. Sie müssen bedenken, ja, es geht ja hier nicht nur darum, dass die Leute da hingehen und protestieren, es geht ja hier auch um Geld, es geht ja auch um Spenden, um Mobilisierung etc. Ja, und dann will man natürlich möglichst viele Leute haben, weil man sagt, wir müssen eben unsere Demokratie verteidigen, und deshalb brauchen wir ihre Spende. Das heißt, wenn diese Demos weniger Menschen mobilisieren, ja, werden sie natürlich auch weniger Spenden kriegen. Also das Ganze hat natürlich einen direkten monetären Einfluss auf die Organisation, die diese Linksdemos gegen rechts organisieren. Ja. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass eine ganze Reihe von Organisationen unter den Organisatoren eben Angst gekriegt haben, dass eben das Fundraising, also die Spendenakquise, eben nicht mehr so gut funktioniert. So, was ist jetzt mit Berlin passiert? Ja, das ist eine auch Demo, die wurde irre kommentiert gestern überall, ja, gigantisch und fantastisch da vor dem Reichstag und so weiter und so fort. Und das Interessante ist Folgendes, da gab es noch viel mehr Linksextremisten unter den Organisatoren, also eine ganze Reihe von Leuten, die wirklich ja, vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Und das Interessante ist Folgendes, es war von vornherein klar, dass das so kommt. Das hat nämlich der Tagesspiegel schon am 17. Januar so geschrieben. Ich lese kurz vor, wie gesagt, das ist ja vor zwei Wochen. Und zwar, dass Rechtsakteure eine rassistische Politik planen, hat uns nicht überrascht, sagt Tarek Alaufs. Ich hoffe, dass ich das richtig ausspreche. Das ist einer der Organisatoren, und zwar, ich glaube, er arbeitet Pro Asyl. Und er sagt, es ist ganz klar, diese Demo richtet sich auch gegen die Mitte. Und zwar problematisch sei, dass sich der Rechtsruck nicht auf die AfD beschränke. Zitat, bürgerliche Parteien übernehmen rechte Positionen und stärken so die AfD. Zitat Ende. Dem will sich das Bündnis Hand in Hand entgegenstellen. Wir bekämpfen die AfD nur, indem wir an den Menschenrechten festhalten. Wir sind eine Brandmauer gegen den toxischen Diskurs der letzten Monate und Jahre. Und in dieser Richtung haben natürlich eine ganze Reihe Leute gesagt, also Luisa Neubauer hat auch zum Beispiel Friedrich Merz kritisiert, da habe ich auch hier kommentiert, etc. etc. Das heißt, Sie sehen hier,
Ja, es ist eine völlig andere Vorgehensweise. Hier hat man von vornherein gesagt, okay, das Ganze richtet sich auch gegen ja, die bürgerliche Mitte, weil sie auch nach rechts gerutscht ist. Ja. Und sie haben kein Hehl gemacht, dass da auch Linksextremisten unter den Organisatoren sind. Sie haben das nicht versucht, irgendwie zu verheimlichen, obwohl natürlich skandalöserweise sehr wenige Medien darüber berichtet haben. Allerdings, einige haben das getan. Vor einigen Tagen, also Tage vor der Demo in Berlin, ja, zum Beispiel darüber die BZ, also Gunnar Schupelius, habe ich hier kommentiert und gesagt, ja, das ist keine Linksdemo gegen Recht, das ist eine Linksdemo für Links, ganz einfach, mit Linksextremisten unter den Organisatoren. Und dann News, habe ich auch schon hier kurz erwähnt, hat auch eine ganze Liste dieser Demonstrationen, dieser Organisationen, die linksextremistisch sind, ja, die eben unter den Organisatoren waren. Punkt ist der folgende, das ist denen völlig egal. Das heißt, obwohl in München das Ganze kritisiert hat und da gab es Distanzierungen, es gab richtige Eklats, das war den Leuten in Berlin völlig egal. Natürlich wissen wir, dass Berlin nicht dasselbe ist wie München. Ja, Berlin ist wesentlich linker, ja, etc. Ja, und München ist natürlich wesentlich konservativer und so weiter. Aber sagen wir so, für die Medien, ja, für die Spendenakquise, für die generelle Mobilisierung ist das ein bisschen auch egal, ob das jetzt München oder Berlin ist. Das heißt, die Botschaft ist folgende: Unter den Organisatoren gibt es Linksextremisten und den Leuten in Berlin war das egal. De facto hat das nicht daran gehindert, dass sehr viele SPD-Politiker, ja, und auch Grünpolitiker dahingegangen sind. Ich weiß nicht, ich habe keine Nachrichten gesehen, dass da auch FDP-Leute waren oder CDUler und so. Das habe ich nicht gesehen. Aber für die SPD und den Grünen ist das völlig egal. Für den ist das irrelevant, ob da Linksextremisten unter den Organisatoren sind. Weil, wie ich auch schon gesagt habe, für die SPD und für die Grünen sind diese Linksdemos gegen rechts sowas wie ein Rettungsring. Ja? Sie halten sich daran fest, weil sie natürlich damit im Grunde genommen in der Öffentlichkeit irgendwie weiterhin präsent sind. Gerade in einer Zeit, wo sie massiv kritisiert werden, eben durch die Bauerndemos. Im Bundestag werden sie ausgeschüttet, etc., etc. Und plötzlich eben können sie dann auftreten und sagen, wir sind die Guten, etc., etc., etc. So, was könnte jetzt passieren? Das heißt, wenn wir jetzt, ich werde jetzt nicht irgendwie groß zwischen Berlin und München unterscheiden, weil es sind zum Teil wirklich dieselben Organisationen. Und ich könnte mir vorstellen, dass jetzt eine Debatte innerhalb dieses linken Milieus entsteht, ob man eben weiterhin sagt, wir wollen den Anschluss zur Mitte haben. Ja, und deshalb müssen wir zumindest eine gewisse Bürgerlichkeit vortäuschen. Das ist die eine Möglichkeit. Oder die andere Möglichkeit ist, nein, wir werden tatsächlich nach links, ins Extreme sozusagen, nach links außen rutschen. Ja, wir werden nach dieser Erfahrung, nach dieser positiven Erfahrung mit der Berliner Demo, werden wir wirklich nach links außen rutschen. Und es ist uns völlig egal, ob die Mitte eben damit mitmacht oder nicht. Was spricht für die zweite These, für die zweite Hypothese? Das spricht dafür, dass auch diese ganzen linksextremen Gruppen, also die knallhart roten Gruppen, für denen ist natürlich das Ganze ein Reibach. Das heißt, für sie ist natürlich eine unglaublich günstige Situation zu mobilisieren und damit eben auch Spenden zu kriegen, etc., etc. Ja? Das heißt, und die werden jetzt nicht aufhören, nur weil andere sagen, nee, wir wollen ein bürgerliches Gesicht irgendwie vortäuschen. Das wird nicht passieren. Ja, das heißt, sie werden das tun. Und das Problem ist folgendes: Wenn eine gewisse Ermüdung eintritt, wird sie insbesondere eintreten in den Leuten, die mehr so in der Mitte stehen. Weil die Mitte in Deutschland ist nicht so erpicht, irgendwie ständig, also jeden Samstag auf Demos zu gehen. Ja, die machen das mal vielleicht, aber das war's dann auch. Also der Deutsche ist generell recht, ja, gemütlich eigentlich und er hat keinen Bock, irgendwie ständig da irgendwie mit zu Demos und zu Kundgebung zu gehen. Ganz anders ist natürlich bei den ganz Linken. Das heißt, je linker, je einfacher ist es, diese Leute zu mobilisieren. Das heißt, der ganze Linksaußenrand wird viel einfacher weiterhin mobilisiert, falls diese Demos gegen rechts eben bis zu den Wahlen im Herbst, also bis zu den Landtagswahlen, laufen sollen. Das werden die besser hinkriegen, ja, und wie gesagt, die werden auch nicht sagen, nö, wir werden jetzt irgendwie nicht daran teilnehmen, ja, und zwar deshalb, weil sie auch Geld haben wollen. Sie kriegen dadurch ganz einfach Spenden. Das Problem ist folgendes, die Leute, die jetzt etwas mehr in die Richtung Mitte sind, weil das sind ja keine Mitte-Organisationen, sondern das sind auch linke Organisationen, sie sind natürlich wesentlich größer, ja,
Ja, sie haben eine wesentlich effizientere Spendenmaschine aufgebaut. Ja, ich rede von den großen Internetplattformen, also für Petitionen und diese ganz großen Organisationen. Ja, also das sind ja richtige Spendenindustrien, was da auf den Plan tritt. Und die können natürlich nicht sagen, nö, also wenn wir tatsächlich mit diesen Leuten zusammen sind, ja, zusammen gesehen werden, dann haben wir ein Problem. Da wird eine ganze Reihe von wahrscheinlich großen Spendern, ja, die eben links gerichtet sind, Firmen etc., aber die, da gibt es ja auch viele linke Vögel, die werden sagen, nö, also das ist uns einfach zu heiß, wir werden euch kein Geld mehr geben, wir wollen nicht irgendwie als Spender von euch auftreten. Okay, und da könnte natürlich passieren, ja, dass sich dann dieses Milieu spaltet. Ja, also das wäre eine Möglichkeit. Das heißt, wirklich dann eben, wie wir das auch woanders schon gesehen haben, zum Beispiel bei den ganzen Demos gegen die Lebensrechtler, sieht man das. Das heißt, die ganz Linken, die können nicht mit den ja, etwas gemäßigteren feministischen Gruppen, also die wollen damit nichts zu tun haben, weil die schlicht und ergreifend, die wollen irgendwie einen gewissen Anschluss haben, auch zum Beispiel zu Parteien wie die SPD und so weiter. Ja, und die SPD hat dann manchmal, also wenn es zu heiß wird, hat dann doch Probleme mit wirklich Linksextremisten. Ja, deshalb meine ich, möglicherweise wird sich das ganze Milieu etwas aufspalten. Das heißt, wir werden eigentlich die ganz heftigen Linksdemos gegen rechts haben, also praktisch dann da, wo die ganze Antifa aufgetreten ist. Die Antifa ist tatsächlich in einigen der aktuellen Linksdemos gegen rechts aufgetreten und zwar nicht nur präsent mit ihren Fahnen und so weiter, sondern auch gesprochen in den Kundgebungen. Das hat eben auch so viel Unmut geführt. Ja, und dann die großen, die werden wohl jetzt die Chance wittern, aha, wir haben durch die ganzen Wahlen, Europawahlen, Landtagswahlen, Kommunalwahlen, da haben wir natürlich eine so große Spendenmaschine vor uns, das werden wir uns nicht eben vermiesen lassen durch diese ganzen Radikalinskis. Also das ist eigentlich, worauf ich tippe. Das ist natürlich alles unter der Voraussetzung, dass diese Linksdemos gegen rechts eigentlich tatsächlich weiterhin irgendwie stattfinden. Ja, also wir wissen ja nicht, vielleicht irgendwann mal kommt ja auch tatsächlich eine gewisse Ermüdung. Ja, mal sehen. Es gibt natürlich sehr viele Leute, das habe ich irgendwie gar nicht irgendwie groß thematisiert. Es gibt eine ganze Reihe von Recherchen inzwischen, die sagen, dass diese ganze Korrektivgeschichte da in Potsdam im Grunde genommen ein Fake ist. Da diese ganzen Pläne und so hat es ja nicht gegeben. Also wir haben von dort haben wir eigentlich auch eine, kommt möglicherweise etwas, was tatsächlich sehr ja, negativ ist für diese ganzen Linksdemos gegen rechts, weil natürlich der Anlass eigentlich dafür ist eigentlich gar nicht mehr gegeben. Aber ich glaube das nicht, weil ich glaube, die meisten Leute, warum so viele zu diesen Linksdemos gegen rechts gehen, ist schlicht und ergreifend, weil die Umfragewerte der AfD sehr hoch sind, ganz einfach. Ja. Und da ist jeder, der irgendwie ein bisschen links angehaucht ist, der sagt, nee, das will ich auf keinen Fall. Und da gehen 100.000 von Leuten hin, da ist irgendwie eine Stimmung, da gibt es einen gewissen Hype in den Medien, ich will daran teilnehmen. Das heißt, ich glaube, das Einzige, was eigentlich tatsächlich die Linksdemos gegen rechts gefährden könnte, ist natürlich, dass die AfD-Umfrageergebnisse so in den Keller rutschen, ja, dass dann die Leute sagen, okay, das Problem gibt es ja gar nicht und damit ist das Thema erledigt. Ich glaube nicht, ob das jetzt passiert oder nicht, ich glaube eher nicht, ja, insbesondere nicht vor den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg, das glaube ich nicht. Aber tatsächlich ist sowas auf der anderen Seite passiert im Jahr 2021 und zwar, da war der große Feind eigentlich der ganzen Konservativen, die Grünen. Die drohten sozusagen sogar Bundeskanzler zu werden. Und das hat wirklich die ganzen Konservativen auf den Plan gerufen. Die haben gesagt, also das wollen wir auf keinen Fall. Und da war die Mobilisierung auf der konservativen, gerade auf der christlich-konservativen Seite, auf die ganzen, also die ganzen Leute, die gegen Gender sind, Lebensrechtler, das war extrem einfach. Warum? Weil die wollten auf keinen Fall eigentlich, dass die Grünen sozusagen das Bundeskanzleramt erobern. Und als dann die Umfragewerte der Grünen eben ja absackten, insbesondere nachdem Frau Annalena Baerbock Bundeskanzlerkandidatin wurde, da wurde das Ganze wesentlich schwieriger. Ja, dann ist dann Olaf Scholz ja sehr populär geworden. Der hat eigentlich die Umfragewerte der SPD nach oben gezogen. Und damit war eigentlich diese ganze eher konservative Mobilisierung eben ja, viel schwächer, viel, ja,
die zog nicht mehr so, weil natürlich der große Feind, die Grünen, eben nicht mehr so stark waren, ganz einfach. Ja. Also ob das jetzt so passieren wird, auch wie damals 2021, sozusagen auf der anderen Seite des politischen Panoramas, das kann ich nicht wissen. Es sieht nicht so aus, dass die Leute sich in Thüringen, Sachsen und Brandenburg groß beeindrucken lassen. Ja. Aber möglicherweise tatsächlich auf Bundesebene könnte natürlich passieren, dass sie dann irgendwann mal tatsächlich irgendwann auf, ja, nehmen wir an, 18 oder 16 rutschen. Und da ist natürlich die Motivation, an diesen Demos irgendwie teilzunehmen, natürlich wesentlich geringer. Abgesehen davon, es entstehen ja völlig neue Parteien. Das Bundestag Wagenknecht, diese Parteien, die, ich habe dabei, meine ich, heiße ich dafür die ganzen Personen mit türkischer Abstammung. Ja, also da könnte natürlich so viel passieren inzwischen. Ja, Wertunion, dass tatsächlich eigentlich sich da die ganze, dass sich alles sozusagen auf die AfD konzentriert, könnte tatsächlich etwas schwieriger werden. Aber das sind natürlich jetzt alles Hypothesen, das müssen wir abwarten. Das sind meine Beobachtungen. Es würde mich interessieren, wie Sie das sehen. Was wird passieren mit diesem ganzen linken Milieu? Wird das sich aufspalten? Wird das so bleiben, wie er ist? Wird das sich einfach komplett radikalisieren? Ja, weil das einfach in der Dynamik des linken Spektrums ist. Das würde mich interessieren, was Sie eigentlich dazu denken. Bitte schreiben Sie dazu einen Kommentar. Vielen Dank.